In dem Video davor habe ich etwas über mein Leben erzählt, über Asthma und ein bisschen über meine Lebensgeschichte. In diesem Video möchte ich ausschließlich über die Krankheit Asthma reden. Im Grunde genommen ist Asthma eine Lungenkrankheit, was die Sache aber nicht genau trifft, meiner Meinung nach, sondern eigentlich vielmehr ein genetischer Defekt im Gehirn ist. Weil man kann sich einen Asthmatiker sehr gut vorstellen, der eine allergische Überreaktion hat. Bei mir sind es, wie gesagt, in dem Video davor die erwähnten Sachen, wogegen ich noch alles allergisch bin, gegen Hausstaub, das kommt auch noch hinzu, das weiß ich gar nicht alles. Und durch die ganzen medizinischen Behandlungen, was ich eigentlich durchlaufen bin, mit Inhalation und sonstiges und dem Vorbeugespray und das und sonst irgendwas, kommt einfach dazu, dass man auch in der Schule und im Freundeskreis immer so ein bisschen als anders angenommen wird, als ein bisschen, ja, man weiß halt nicht genau, wie man mit der Situation umgehen soll, wenn im Falle eines Falles was passiert. Weil man ist Kind und dann kennt man sich mit der ganzen Situation nicht aus und versteht das Ganze auch nicht. Was dann auch wiederum einen schweren dazu kommt, durch das, dass nachweislich Hanf oder THC gegen Asthma hilft, ist es dann halt auch sehr schwierig in der Medizin heutzutage, da einen Ausgleich zu finden und geschweige denn dann auch darüber zu sprechen oder geschweige denn darüber dann auch dann in dem Sinne eine Heilung zu finden. Wenn es verboten ist, wird es sehr schwierig und gestaltet sich einfach schwierig. Wie gesagt, Asthma ist eine Lungenkrankheit, bei der sich die Bronchien verengen und das Gehirn eine Fehlinformation an die Bronchien leitet und praktisch die verengt, weil es denkt, es bekommt etwas, was eine überempfindliche Reaktion vom Körper auslöst. Es verengt praktisch die Bronchien, man bekommt weniger Luft und hinzu kommen die Panikattacken. Das ist eigentlich das Schlimmste bei mir, bei meinem Asthma immer eine Zeit lang gewesen. Im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre habe ich das unter Kontrolle gebracht. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder vor, wenn die Saison ist, der Gräser, der Frühblüher, Haselnuss, Birke und so weiter und so fort, ist bei mir einfach so, dass ich einfach schwer Luft bekomme. Nachts ist es sowieso immer so ein Problemfall. Dadurch bekomme ich dann auch immer schwer Luft, kann schwer atmen. Und das ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet hat und auch in Zukunft sich nicht ändern lässt. Die Ursache, warum es Asthma gibt, die ist unbekannt. Es gibt Forscher, die behaupten, es ist die übertriebene Reinlichkeit durch die chemischen Zusätze, die Verbindungen, die Pollen eingehen, jetzt praktisch die Abgase, dass die Pollen dann fusionieren dann mit dem Staub, mit dem Kerosin, und dadurch ist es eine Reaktion von dem Körper, wo auf dem bekannten Stoff, wo zuvor bekannt war, dann unbekannt ist und dann diese überempfindliche Reaktion auslöst. Das Interessante an Asthma ist, Asthma kann jederzeit, jeder Mensch, in jedem Alter kann man das bekommen. Das ist wie der Bäcker, der eine Mehlallergie bekommt. Eine Allergie, die kannst du jederzeit bekommen. Und das ist eigentlich das, was einem, oder was mir auch persönlich zum Denken gegeben hat. Und aufgrund der Informationen, was eben durch das Verbot von der Pflanze Hanf, jetzt mal davon abgesehen, dass es eine vielseitige Pflanze ist, und nicht nur als Medizin dient, sondern auch für mich in dem Sinne auch als Ersatz, als Rauschmittel im Vergleich zum Alkohol. Die Pflanze Hanf hat mir in dem Sinne geholfen, meine Angst- und Panikattacken, die meistens durch den Asthmaanfall ausgelöst worden ist. Das hat sich bemerkbar gemacht durch das Hyperventilieren. Und die Kurzatmigkeit kann ich mir dann wenigstens nehmen und mein Gedanke und durch die langjährige
durch die langjährige Erfahrung, oder was heißt durch den langjährigen Gebrauch, was ich mit Hanf gemacht habe, ist es für mich, jeder Mediziner wird sich an den Kopf langen und sagen, der ist verrückt, der spinnt oder sonst irgendwas, aber ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel Tabak rauche oder wenn ich jetzt Hanf rauche in der Bon, dann legt sich das wie so ein Filter über meine Lunge nieder und dadurch habe ich auch zeitgleich auch nicht diese überempfindliche Reaktion, wenn jetzt zum Beispiel gerade Saison ist, wo bei Haselnuss, Gräser, Frühblüher oder sonst irgendwas, dass ich jetzt diesen extremen Anfall habe. Und zeitgleich dient es für mich auch durch meine Alkoholeskapaden, wo ich gehabt habe, auch als Ausgleich und als Ruhepol einfach, dass ich was habe, wo ich sagen kann, ja, das hilft mir. Und durch ein Verbot gestaltet sich ja eigentlich erst die Schwierigkeit und entstehen ja erst die ganzen Probleme. Es gibt keine medizinische Forschung, es gibt Missbrauch, das muss man ganz klar sagen. Der Missbrauch entsteht erst durch das Verbot, weil es keine Regelungen gibt. Das schlägt sich wieder durch die Vergiftung mit dem Blei und mit den ganzen Geschichten, die über die Jahre hinweg jetzt bekannt worden sind. Und eben diese organisierte Kriminalität, das was auch noch hinzukommt. Und deswegen ist für mich ganz klar, ist es unlogisch, ein Verbot von einer Pflanze zu machen, weil im Endeffekt personifiziert man eine Pflanze und schafft damit einen Dämon, wo eigentlich eher an das Mittelalter erinnert, aufgrund seiner Haarfarbe teilweise auf dem Scheiterhaufen geendet hat oder einfach auf Dinge, wo man nicht verstehen konnte, lieber zerstört hat, ich muss jetzt wirklich sagen zerstört hat, als damit man sich beschäftigt hat. Und ich finde in dem heutigen Zeitalter, im 21. Jahrhundert, wo wir auf den Mars fliegen können, ist das Ganze alles nicht mehr modern. Und es ist auch in meinen Augen nicht mehr tragbar, aber das ist meine Meinung. Und ich lebe schon seit jetzt 30 Jahren mit der Krankheit Asthma und es ist für mich ist es ein schwieriger Mittelweg zu finden, geschweige denn damit dann auch dementsprechend auch meinen Arbeitsalltag zu bewältigen, weil man aufgrund dessen, dass man schon Hanf konsumiert, sich schon in die illegale Schiene bewegt, sprich durch einen eventuellen Anbau oder sonst irgendwas, sich dann noch strafbar macht und im Endeffekt noch im Gefängnis landet. Bei mir war das am Anfang, als ich Hanf konsumiert hatte, war das natürlich das ganze Wissen alles nicht vorhanden. Ich musste mir das alles erarbeiten und ich musste mir das alles anlesen. Ich habe mir das angelesen, ich habe Bücher darüber gelesen und es gibt nachweislich so viele Heilmethoden für Hanf. Es gibt einen kanadischen Arzt, der hat mit Hanföl geschafft, Krebs zu heilen. Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten mit Hanf. Das ist nicht nur eine Heilpflanze, sondern eine Nutzpflanze und dient auf mehreren Wege. Für mich unter all den ganzen Jahren ist mir eins bewusst geworden, dass Hanf in dem Sinne ein Breitbandantibiotikum ist. Und damit möchte ich das jetzt erstmal beenden. Ich werde weiterhin noch ein bisschen was über mein Leben erzählen, über den Hergang und sonst irgendwas, weil ich genauso auch das Ganze durch ein gesellschaftliches Phänomen anfangs auch erst dementsprechend dann halt meinen Missbrauch hatte und dann auch von dem einen und anderen immer diesen Mischkonsum, das ist Alkohol und Hanf, eben auch, wie soll man sagen, man könnte im medizinischen Sinne eher sagen, einen Missbrauch somit hatte und nicht die Heil- und nicht die Wirkung, nicht die Pflanze Hanf in dem Sinne verstanden. Aber ich denke, das ist eben genau das Problem, dass es ja nicht mal mehr aufgeklärt werden kann und das ist eben genau das Problem durch das Verbot,
was erst die ganze Problematik schafft, geschweige denn, welche Möglichkeiten man sich verbauen kann durch einen einmaligen Hanfkonsum. Also, bis zum nächsten Mal.